Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Vampire in der letzten Folge. Sind wir vom Krankenhaus zu Dr. Swanseys Punkt hingegangen, wo er ist. It's locked, all right. Und wir haben jetzt seit letzter Folge Dr. Swansea gerettet. Aber er ist leider an den Verletzungen, die er erlitten hat, gestorben. Okay, irgendwas ist hier gerade faul. Hier lag doch gestern noch Dr. Swansea rum. Wir hatten die Chance, eigentlich ihn zu verwandeln, aber ich habe es nicht gemacht. Hier, gesund. Tot. Dr. Swansea tot hier. Und wir haben dann herausgefunden, dass Dr. Swansea eigentlich für den Ausbruch der ganzen Skull-Plage in London verantwortlich ist, weil er Doktor von Lady Ashbury das Blut einfach so genommen hat, ohne ihr was zu sagen. Das heißt, wir müssen jetzt mit ihr reden. Und ich schätze, vielleicht mit ihrem Blut ein Gegenmittel herstellen. Ach komm, hier sind immer noch die Leute drin. Ich glaube, ich muss hier rüber, ne? Gut, wir sind schon mal draußen. Okay. Achso, hier wird jetzt erst der Tipp erklärt mit Ratten. Naja. Aber wir im Moment brauchen nichts. Wir müssen einfach jetzt zu Lady Ashbury. So Harriet Jones became the original carrier when Edgar gave her vampire blood. I must tell Elizabeth. Bin gerade auf dem Weg dahinter, allerdings ist jetzt überall. Stupid beast! Da komm, lass mich doch einfach in Ruhe. Ihr könnt mich doch einfach in Ruhe lassen. Ich will doch einfach nur weitergehen. Ich hätte hier nicht durchgehen sollen. Ich komme hier nicht rein, gell? Das ist lange Leben. Komm, Alter, echt jetzt? Bro, what the fuck? What the fuck? Naja. Da scheint gerade echt, sie werden neu herausfinden, dass nichts, fast nichts ein Vampir zu töten vermag. Ich weiß, wir stehen immer wieder auf mit Kosten unseres Blutes, aber sterben wir tatsächlich? Das ist jetzt tatsächlich die gute Frage. Sterben wir tatsächlich oder nicht? Oh, danke. Over there! Boah, lass mich aber in Ruhe. Hat es keinen Seiteneingang des Haus? This is no place for you, sir. I said go back home. Ich will ja nach Hause, aber du stehst im Weg. So, hier. So. Endlich können wir durch. Dieser Tod hätte jetzt nicht sein müssen. Ich wusste nicht, dass in dem scheiß Garten so viele stehen. Gut. Dann sprechen wir mit Lady Ashbury.
good fortune brings you back to me, Jonathan. What is it, my dear? I'm afraid it's bad news, Elizabeth. The worst, actually. Please, speak up. Edgar is no longer in McCullum's grasp. I resolved that matter. Where is our good friend now? Is he well? He was mortally wounded. I put an end to his misery. That is terrible, Jonathan. And yet you did what you must. Poor man. Edgar Swansea was responsible for the Skull epidemic, Elizabeth. It was he who unleashed the deadly scourge upon London. What? Are you certain? This is the most terrible accusation of all. He confessed everything to me. He sought to cure the disease, to exploit vampire blood to stop the epidemic. But he unwittingly gave birth to a catastrophe. All those poor victims. How could he do it? What happened? Missachtet. Edgar gave no heed to ethics. His theory could have been proven to be correct, but he abused the confidence of his patients to test it. I must say, I'm shocked, Jonathan. Who would have thought it? And the poor patient. Let me guess. It was Harriet Jones, was it not? Yes. That explains how Doris Fletcher was infected, and how she became an Ichor. She secretly visited her mother at Pembroke. Then we have no choice. We must act quickly, Jonathan. We must return to the sewers and put an end to the threat poor Harriet embodies. I have one more matter to discuss with you. Harriet Jones was the primary case, but do you know what a healthy carrier is? There is a tone in your voice that frightens me, Jonathan. What are you trying to say? It was your blood Edgar used for his experiment on Harriet Jones. What? No. No. This can't be. Oh, Elizabeth. Are you all right? No, I have to go. What do you mean? Leave me alone. Save the city, Jonathan. Save what can be saved. Elizabeth, I need answers. Why did your blood cause this? Stay away from me. Please. I swear I never was your enemy. Wait. No. Elizabeth. Okay, das schmeißt mehr Fragen auf als eigentlich. Bro, darf ich jetzt echt drei Orte aussuchen? Wo gehen wir als erstes hin? Wo gehen wir als erstes rüber? Das ist, glaube ich, als erstes tatsächlich hier in der Nähe. Und dann gehen wir zu Pembroke. Alter, diese Husten, ey, gerade. Diese Anfälle habe ich aber nur ganz oft. Seit ich angefangen habe, krank zu werden, das war Freitag vor 5 Tagen. Moment. Doch, ja. Ist es besser geworden? Na, eigentlich der Husten ist über Zeit schlimmer geworden. Aber jetzt habe ich nur noch diese Hustattacken ein paar Mal am Tag und das passt dann. Aber warum hat Elizabeth jetzt so reagiert? Now would be a good time to blend the recipe Marshall used when he fought the disaster. I think I know where to find what I need. Wir gehen zuerst mal hier hinter, weil das nächste an uns dran ist und von Pembroke kommen wir ganz schnell zum Friedhof, glaube ich. Gehen wir zum Asklan-Club. Whose blood could be purer than that of William Marshall? Lord Redgrave will have to spare me a drop. Okay. Finde Redgrave. Ich war schon richtig, Gott. Okay.
Jetzt müssen wir halt nur die ganzen Leute finden. Und soweit ich mich nicht täusche, ist das sogar das... Es gibt 7 Kapitel. Und das 7. Kapitel ist ein Epilog. Also befinden wir uns gerade im letzten Kapitel eigentlich. Richtigen. Aber wir sind im Finale, so gesagt. Welcome back, Dr. Reed. Ja, servus. Ich suche Lord Redgrave. Good evening, Lord Redgrave. Welcome, Lancebearer. To what do we owe this pleasure? I've located the true origin of the epidemic. And I'm about to end it. Good. We've held out thus far. But the time has come to put an end to this crisis. Tell me, what do you need? The blood of William Marshall. The blood of William Marshall? Of my maker? Are you mad? This blood is the purest of all. My maker proffered it to me on the battlefield. I cannot hand it to you. This is more important than the club, you or me. This is London's last hope. I see. Well, in that case, given the gravity of the situation, I suppose I can spare you a drop. Thank you, my lord. Now go, Lancebearer. Craft a legend to be sung to Ascalon recruits for the ages to come. Gut, eine Sache haben wir, dann ab zum Hospital. Wir laufen schon richtig, oder? Ich glaube. Aber was war jetzt von McCullum? Brauchen wir was? Ist es der McCullum, gegen den wir gekämpft haben, oder habe ich was falsch gelesen? Doch, das ist, glaube ich, der McCullum. Von König Arthurs Blut. Die Frage ist allerdings, was passiert dann, wenn wir das verteilen? So. Einfach hier lang. Ich will keinen Stress mit irgendwem. Ich will einfach nur zum Pembroke Hospital. Stop right now. Ich will nach Hause gehen. So. Da hört doch auf, mich anzugreifen. Servus. Bro, Alter. Alter, ich greife euch nicht mal an. Könnt ihr mich einfach in Ruhe lassen? I cannot use garlic, but there may be a substitute in the Pembroke Hospital drug storage. Finde Insulin in der Leichenhalle. Die ist, glaube ich, hier drin, oder? Bro, das war doch hier das Gebäude. Ja. Da, wo wir knapp als erstes drin waren, glaube ich sogar. Na, aber naja. Okay. Was zum Geil machen jetzt hier drin? Was zum Geil machen jetzt die Leute hier? Alle!
komm, jetzt war ich kurz vorm Insulin. Komm, echt jetzt. Komm, echt jetzt. Bro, willst du mich verarschen? Gut, jetzt ist nur noch der Fette hier und den kriege ich nicht hin, weil ich fast down bin. Wieso müssen jetzt alles mit Gegnern geflutet werden? Warum eine Leichenhalle? Warum eine Drecksleichenhalle? Ey. Und vorher wollen die wissen, dass ich ein Vampir bin, nur weil ich durch die Stadt laufe oder sonst was mache. Töten sie jeden, der durch die Stadt läuft oder was? Könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass sie es machen. So, wir müssen hier hoch. Wie kriegen wir den aus dem Blickwinkel hier? Best run along home, sir. Please, sir, can't let you see how he dressed. Alter, echt jetzt. See how he dressed. Jetzt hast du eine Ausrede, wie ich angezogen bin. Wie ich angezogen bin. Du. Einfach weg mit dem jetzt. Als ob der Schlag tatsächlich zählt jetzt, ne? Komm, Alter, echt jetzt? Du willst mir das ja echt sagen? Dass das Blut jetzt echt weggegangen ist, weil er mich mit einem Licht und einem Kreuz angeschaut hat. Alter, dieser Abschnitt schon wieder, ne? Dieser Abschnitt schon wieder. Ich könnte natürlich mich entwickeln gehen, aber da habe ich jetzt keinen Bock, jetzt nochmal aus dem Haus rauszugehen, ins Bett zu gehen, wieder hierher zu kommen und mich dann um die Leute zu kümmern. Ich will jetzt den Kack haben und danach gehe ich mich entwickeln. So. There it is. So. Insulin. Much more efficient than garlic against blood poisoning and sepsis. And so. Much less dangerous for me. Thank you, Dr. Polescu. Easy. Muss ich nicht mal töten, die Leute hier. Ich hätte nur rennen müssen. Das war das Geheimnis. Aber ich glaube, nur noch verwandeln oder entwickeln und dann beenden wir die Folge. Dann sammeln wir das Zeug in der nächsten Folge. Aber die Frage ist, was ist Lord Ashbury? Lord, genau, Lady Ashburys Geheimnis, oder warum hat sie so reagiert, wie sie reagiert hat? Klar, nicht jeder findet gerne heraus, dass auf einmal die Pandemie seine Schuld ist oder sonst was. Aber trotzdem. Hier erholen sich ein Haufen Leute. Dann lassen wir sie mal erholen, würde ich sagen. So. Aha. Komm, echt jetzt.
Ach, das hat noch gar nichts. Das hat ja noch gar nichts, Alter. Na dann hat's jetzt alles. Und ich schau mal, dass ich einen Griff finde, dass ich die andere Waffe verbessern kann. Ah. Heilung ist wichtig, aber das kostet mich zu viel. Das kostet auch schon zu viel. So, fester bis 600 Schaden. Schnelle Regeneration. Wenn bis im Kampf verwendet wird. Okay, so machen wir's. So machen wir's. Und er wird jetzt geheilt. Die Polizei in West Chapel wurde über ein mysteriöses Verschwinden des 45-jährigen Arztes Edgar Swansea gegen 6.30 Uhr heute Morgen informiert. Die Polizei hat eine Beschreibung des Vermissten ausgegeben. Dr. Swansea ist in West Chapel bekannt. Er ist der aktuelle Leiter des Pembroke Hospital, ein überragender Wissenschaftler und war die treibende Kraft hinter der Massenaufnahme von Patienten während der Grippeepidemie. Auch wenn Kritik an seinen Methoden geübt wurde, sollte beachtet werden, dass Dr. Swansea während des Ausbruchs eine beachtliche Zahl von Menschen gerettet hat. Unter seiner Leitung verbesserten sich die Methoden des Pembroke stetig, besonders weil er Spitzentalente anwarb. Sein letzter Neuzugang war der Transfusionspionier, wer ist das eigentlich so richtig gelesen? Dr. Jonathan Reed, der gerade erst aus dem Krieg heimgekehrt ist. Wir konnten dem berühmten Chirurgen keine Fragen stellen, der nirgendwo zu finden war. Das Fehlen eines Chefchirurgen hat zu einem dramatischen Abfall der Erfolgsquoten bei Operationen in Pembroke geführt. Ich würde ihn davon abraten, sich dem Pembroke anzuvertrauen. Bis Swansea gefunden wurde. Alles klar. Ich war schon. Naja. Was ich wundert, es kam gerade jemand in mein Zimmer. Ich habe nur geantwortet. Gut, dann hoffe ich, dass der Verkäufer unten was hat und wir sehen uns nächste Folge wieder. Ciao. Euer Gladius.